Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu A Story About My Uncle. Ihr seht richtig, ich bin schon mitten im Level drinne. Warum, sage ich euch gleich. Und zwar wie folgt. Den ersten habe ich schon eingesammelt, den auf den Turm, den wisst ihr ja noch. Und bei meiner Vermutung, dass der andere genau da ist, wo ich hinspringen wollte, musste ich schockierenderweise festhalten, dass ich recht hatte. Ich habe tatsächlich Video gucken müssen nochmal, aber ja. Und bei den anderen, den ich auch noch vermutet habe, also der letzte, den man dann holen muss, lag ich auch. Along my journey, I had seen many pieces of floating rock, but here they were much bigger. Some were big enough to fit whole villages. Ja, ich dachte, er ist weiter links, aber nee, er ist tatsächlich... er ist relativ nah an derselben Stelle. Die hat der PC angeschossen. Okay, jetzt muss ich hier einmal hüpfen, damit ich hier... So. Naja, manche Stellen sind auch ein bisschen unfair gemacht in der Story About My Uncle. The stray civilization was younger than the village. Yet, they were making great progress. They invented crystal-powered machines, produced fabrics, and built houses out of bricks and stone. It was like a civilization was forming before my eyes. Bevor ihr fragt, Rocket League. Genau, nicht wundern, ich bin gerade in Rocket League. Ich lasse mich jetzt mal solo ranken. Da muss ich jetzt zwar 10 Spiele machen, das werde ich in der Zeit nicht schaffen. Doch. Das kannst du schaffen. How come they didn't use crystals in the village like that? Die DFH-Stadion. They did have a few, but never used them. The villagers thought the crystals were sacred, that they were the source of life and shouldn't be fiddled with. Wait, didn't Fred use them? For his power cores, yes. I guess he was an exception. The strays, on the other hand, they mined crystals and used them for all sorts of machinery and decorations. They prayed. Hey, let's play a game. I bet that you can't get through this part without using the grapple device. Told you couldn't do it. Okay, Leute. Boah, da kassiere ich gleich das erste Tor. Ich glaube, im 1 gegen 1 werde ich nicht so gut eingerankt. So. Und da drüben muss ich tatsächlich hin. Ich hätte gedacht, dass das da drüben auch nur Dekosteine sind. Da ich ja beim ersten und zweiten Anlauf einfach komplett verhauen habe, Leute. Aber nein, es ist tatsächlich ein Bereich, den man erreichen kann. Man muss es halt nur hinkriegen. Okay, jetzt habe ich ein Problem, Leute. Ich war zu dicht an den Flügeln dran, Leute. Ah. Nein! Oh ja, einfach mit seltener Leid. Die Tür. Ich glaube, es war ein bisschen blöd. Ach, das ist eine Tür. Ja, keine Windmühlenflügel, ne? Toll! Das dritte Tor ist ein Eigentor. Dazu muss man sagen, ich war halt kein guter Solo in dem Spiel. Oh, what's that? Er kann nicht gut Solo spielen. The boots. Look, couldn't you wear Aber, those? Hey, jetzt steht 2-1. So.
With this addition, the suit felt at least 20% cooler. Nice! This is awesome! It was awesome. I don't know how to describe the feeling of bursting through the air like a bullet. Okay, so fast jump, that my eyes geschafft. Watered and my belly was full of butterflies. Never fully in control, but still feeling like the coolest kid in the universe. I guess I just described it, didn't I? Nein, den zweiten Jump nicht geschafft. Okay, wir schaffen das, Leute. Boah, Slavius, ich krieg grad die Krise. Kenn ich. Kennst du so Runden, wo einfach gar nichts läuft? Zu gut, leider Gottes, ja. Selber zu oft gehabt. Oh, wir können abkürzen, Leute. Das gefällt mir. So, und hier, ich sag ja, einfach nur unfair. Und wir haben es sogar zurückgeschafft. Ja, okay, das beende ich jetzt vorzeitig. Scheiß auf die Frau. Man muss echt mit dem Timing hier spielen, mit diesen Schuhen. Leute, anders kann ich hier nicht. Ja, ich wurde auch gegen einen Bronze 1 Spieler gerade. Oh, okay. Okay, Speicherpunkt erreicht, wieder hängt es kurz. Wir sind aber noch unter Folgenlänge, Leute. Wieder Speicherpunkt, wieder ruckelt es. Wir sind aber nach wie vor unter Folgenlänge. Das freut mich nur irgendwie gerade ein bisschen. Sodele. Einmal kurz was trinken, während das da über den Speicherpunkt hängt, der Shark da. Komisch, immer wenn ich einen Schluck trinke, denke ich mein PC so, ja, ich mach weiter. Wenn ich dann aufhöre zu trinken, um weiter zu zocken, nö. Ah, die Suche läuft und läuft und läuft. I'd love to do stuff like this with crystals. Just think of the possibilities. Whole machines are powered by them. I almost can't believe it. Okay. Ich muss kurz nochmal überlegen, Leute. Ja, okay, ich krieg halt keine Solo-Rankings mehr. Anscheinend will sich gerade kein anderer Solo-Ranking. Das ist traurig. Normales Spiel. Bevor ich jetzt weiter suche und suche und suche und nach 5 Minuten dann derselbe Gegner nochmal kommt. Tja, ja.
Man kennt ihn. Okay, Leute, das ganze Spiel denkt sich gerade so ab jedem Speicherpunkt oder bei jedem Checkpoint mal kurz zu ruckeln. Ist eine gute Idee. A great icy mountain loomed before me, and I felt a chill run down my spine. Okay, ich habe gerade das schlechteste Team ever bekommen. This is not good. Ja, die kassieren einen vor nach dem anderen. Wir haben einen Boss und einen Spieler, der wirklich strohdoof ist. Du sollst nicht über dich selber reden. We hadn't seen any people around yet, but ahead of us lay what looked like a proper town. The strays from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. Wirklich, der Bot hilft dir now, mehr they were. Scheibengleiter, der Bot hilft mir mehr mit als mein Mitspieler. Ich hab's wieder versemmelt. Ah, komm. Nein, schade, kein Doppelboost. Okay. Ich muss mal dran denken, dass hier das die Stelle ist, wo man keinen. Du bescheuert Mitspieler, nicht vor unser Tor schießen. Und er denkt sich wahrscheinlich, bist du bescheuert, warum schießt du ihn mir vor der Nase weg? Oder so ähnlich. Cool. Those must be the strays. I want to greet these people myself. Let me off. Ja, geh. Gut, dann halt nicht. Dann, jetzt steigt er. Meine Güte. Hi guys, I'm Maddie from the village. And this is my friend. He's looking for Fred. Ja gut, wir können erstmal Richtung Baum gehen. Oh, muss jetzt mein Gegentor. No, Vorlage vom Bot. Oh, wir haben einen weiteren Spieler. Jetzt sind wir zu dritt. Randoms sind einfach so unkoordiniert. You are a gifted young lady. I believe we shall find many things to talk about. Actually, I don't know if I can stay that long. Me and my friend are looking for Fred. Have you seen him? Sure. The old man passed through here a few days ago. We taught him how to harness crystal energy. He was headed down to the core of the mountains. You'd have to pass through the ice cave to get there, though. So I ain't following. There is a zeppelin headed for the ice cave. It docks a short distance from here. Just follow the path towards the mountain and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Bye, you guys. So. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder hüpfen dürfte. Ah, ich kann jetzt zum Baum wenigstens. How old was Maddie when you met her? I don't know. It felt like she was about my age. Did you like her? Yes. She was friendly. And funny. No. Did you like her? Was she cute? Well, she was cute. But I was too young to think about that. Did you have a romantic time all by yourselves? No. She wasn't even human. Well, that doesn't rule it out. I have a friend that says she wants to marry a vampire. Well, that's, good for her. Let's get back to the story.
Nicht in unsere Richtung. Oh Mann. Servus, nur von den Toten umgeben, muss ich wieder mal sagen. Ja, ich weiß, es war schön, Game Mode, aber ich bin gerade am struggeln wegen... Ah, okay. Da drüben. Ich muss mit der reden, dann kann ich wieder... Wegen? Ah, okay. Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, nee, es lag gerade am mein Gehirn. Those people were so nice. They didn't think we were strange at all, though we came all the way from the village. They were helpful, and they were impressed by something I had done. I wish more people in the village were like that. Hm. Bis jetzt habe ich jedes Tor in dieser Runde, was zu meinem Team ist, geschossen. Not really are. Leute, fragt nicht, wie ich mich da gerettet habe. Ich freue mich einfach nur gerade drüber, dass ich mich gerettet habe. Okay, Leute. Das wird jetzt eine lustige Kletterpartie. Maddie was silent for a while. It seemed like she was thinking hard on something. Okay, das habe ich verhauen gerade. Quickly, grab a hold of that crate. Och nö, ne, jetzt habe ich das schon wieder verpasst. Ah, verdammt, Leute, ich habe den Ort schon wieder verpasst anscheinend. Da kriege ich doch... Okay, Leute. Nur mal festhalten, ich habe mir den Ort rausgesucht. Jetzt muss ich halt noch einmal hier durch, Minimum. Nur um das zu finden. Tja, Leute, das tut mir jetzt leid.
Jetzt sehe ich aber gerade, wo das ist. Ah, Leute, das ist einfach nur bitter. Okay. Sternoase bestätigen. Bitte sag mir, dass da 4 von 5 steht. Ja, okay. Also speichert das doch irgendwie ab. Oh, another one. This one says, welcome home. Da brauche ich den ersten immer nicht mitnehmen und so, das geht dann eher schneller. Wow! This is it! This is where the Strays built their village! And what a beautiful place they chose! Just look at the sky! It is so big! It was a relief to finally feel the sun on my face and a gentle breeze in my hair. After all these caves, just breathing fresh air again was enough to clear my mind of any doubts I might have had about this strange journey so far. Der Gamer wird denklich wahrscheinlich auch, was bin ich für ein Horst, dass ich da wieder vorbei renne. Oh, ich sehe es ja gerade nicht. Nein, aber du weißt es ja. Solche Stellen sind einfach nur totaler Nerv. Hey, ich habe mal einen Spieler in der Runde, der sowas gebrauchbar ist. Kurze Information, das ist was Seltenes in dem Spiel, wenn man mit Random spielt. Dein Spieler hat Gebrauchsspuren? Nein, er ist gebrauchbar. Ach, er fährt einen Gebrauchtwagen. Achtung, Blitz kommt flach. Füße heben. Irgendwie noch hochgekommen, Leute. Along my journey I had seen many pieces of floating rock. But here, they were much bigger. Some were big enough to fit whole villages. How was this possible? Maybe it had to do with the crystals that seemed to be everywhere. If the legends were true, the Stray civilization was younger than the village. Yet they were making great progress. They invented crystal-powered machines, produced their own fabrics, and built houses out of bricks and stone. It was like a civilization was forming before my eyes. Hey, let's play a game. I bet that you can't get through this part without using the grapple device. So. Thank you.
Told you you couldn't do it. Mal gucken, wie die nächsten zwei Runden aussehen mit dem. Ob sie wirklich so gebraucht war. Oh! Der eine hat mir eine Freundschaftsanfrage in Rocket League geschickt. For a reason? Yeah. Aber er ist gut. Ja, gut, das war einmal komplett versammelt. Der gute Sport muss benutzen. Jo. Oh, sowas kann ich hassen, Leute, ne? Erst zeigt es an, dass es greift und dann. Nö, ich greif mal nicht. Okay, Leute, ich versuche das jetzt noch ganz schnell zu schaffen, Leute. Es tut mir auch echt leid, dass. Ich das so verhauen habe eben. Oh, what's that? The boots. Look. Can we wear those? With this addition, the suit felt at least 20% cooler. Sweet. Now you gotta try them out. Whee! This is awesome. It was awesome. I don't know how to describe the feeling of bursting through the air like a bullet, so fast that my eyes watered and my belly was full of butterflies, never fully in control, but still feeling like the coolest kid in the universe. I guess I just described it, didn't I? I'd love to do stuff like this with crystals. Just think of the possibilities. Whole machines are powered by them. I almost can't believe it. Wenn ich gerade nichts sage, Leute, aber ich bin gerade so gefokust. Alter. A great icy mountain loomed before me, and I felt a chill run down my spine. So, jetzt darf ich nicht dran vorbei laufen. Ich weiß jetzt wenigstens, wo das ist, Leute. Hadn't seen any people around yet, but ahead of us lay what looked like a proper town. The Strays from Maddie's stories. I could imagine how she must have longed to meet them all her life. And now, here they were. Nein, viel zu kurz! Ich krieg eine Krise, Leute.
must be the strays. I want to greet these people myself. Let me off. Also, jetzt kommt erstmal das Gerede wieder. Hi guys, I'm Maddie from the village, and this is my friend. He's looking for Fred. Da oben ist das. Da. Da darf ich jetzt nicht dran vorbei. Oder ist das... Nee, oder? Ja, okay, dann weiß ich, wo ich da lang muss. Follow the path towards the mountain, and you won't miss it. Yeah, good luck. Thanks. Bye, you guys. So. Leute, gleich haben wir das letzte Seismograph. Schießmethode, was auch immer in dem Bereich. Und ja, der Part ist länger geworden, ich weiß. Those people were so nice. They didn't think we were strange at all, though we came all the way from the village. They were helpful, and they were impressed by something I had done. I wish more people in the village were like that. Das war ein Satz mit Niklas, war wohl nix. Ach Leute, ich glaube, da wird noch ein zweiter Part raus, wenn das so weitergeht. Also von der heutigen Aufnahme her ausgesehen. Ja, ich mache mal lieber einen weiteren Part, Leute. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Wir sind raus und ciao!